funktioniert ein Feuerlöscher? Wie schwer ist eine Feuerwehrspritze und welche Ausrüstung haben Feuerwehrleute? Das und noch viel mehr lernten Mädchen und Jungen aus der Region von Feuerwehrfrauen und Männern am 18. August. In Altdöbern trafen sie sich zu ihrem Kinderbrandschutztag. Ja, Kinderbrandschutztag ist eine Veranstaltung für Vorschulkinder, um die Arbeit der Feuerwehr kennenzulernen, aber natürlich auch Sachen, was die Brandschutzerziehung betrifft. Also in dem Fall, hier ist zum Beispiel eine Station Notruftelefon, sodass die Kinder auch lernen, ich brauche keine Angst davor zu haben, die 112 zu wählen, wenn irgendwas zu Hause passiert ist. Am anderen Ende ist jemand und nimmt den Anruf entgegen und ich bekomme Hilfe. Außerdem wollen die Großen auch die Kleinen begeistern, denn ohne Nachwuchs würden bei den freiwilligen Wehren zwischen Lübbenau und Ortrand irgendwann die Lichter ausgehen. Ja, der Feuerwehrnachwuchs ist aufgrund der letzten Jahre etwas abgeschwächt, aber wir sind in unserem Landkreis in der glücklichen Lage, jetzt wieder leichte steigende Zahlen in den Jugendfeuerwehren zu erhalten und sind natürlich auch immer mit dabei, weiterhin freuen wir uns über jedes neue Mitglied in der Jugendfeuerwehr, aber auch in der Einsatzabteilung. Und natürlich kam auch der Spaß nicht zu kurz auf dieser neuesten Errungenschaft. Ein über 17 Meter langer Feuerwehr-Hüpfparcours. Eine riesige Hüpfburg, gesponsert von der Sparkasse Niederlausitz. Nicht nur dafür wurde sie an diesem Tag ausgezeichnet. Ja, die Sparkasse wird über den Landesfeuerwehrverband, über das Land Brandenburg, ausgezeichnet als Partner der Feuerwehr, weil die Sparkasse oder ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Sparkasse natürlich auch Kameraden und Kameraden der Feuerwehr sind. Und wir sehr stolz sind, diesen Partner der Sparkasse zu haben, um Mitarbeiter während der Dienstzeit für Einsätze, aber natürlich auch für Ausbildungen freizustellen. Auch da gehört ein großer Respekt dazu, dass es so eine Arbeitgeber, und da gibt es noch mehrere bei uns im Landkreis, ihre Mitarbeiter freistellen, um dieses Ehrenamt ausführen zu dürfen. Für Sparkassenchef Lothar Piotrowski war der Weg hin zum Partner der Feuerwehr scheint ein leichter. Es ist relativ einfach, wenn man schon als Kind im Kinderkarussell ausschließlich aufs Feuerwehrauto wollte. Und das war bei mir zweifellos der Fall. Und wenn man sieht, wenn man eine Sparkasse führt, was im Oberspreewald-Lausitz-Kreis die Freiwillige Feuerwehr alles leistet, alles unternimmt, dann führt da gar kein Weg dran vorbei, dass man im Grunde genommen mit Herz und Seele in Anführungsstrichen Feuerwehrmann ist und auch gerne immer was möglich ist, macht, um die Feuerwehr zu unterstützen. Dabei ist das Engagement der Sparkasse keine Eintagsfliege. So sind Kameradinnen und Kameraden beispielsweise auch Stammgäste beim Verteilen der PS-Zweckerträge und nicht nur dort. Die Sparkasse unterstützt, je nachdem, um welche Ortsgruppe es sich handelt, das in allen möglichen Bereichen, sei es Ausrüstung, sei es Wettkampfunterstützung, sei es Kleidung, das ist jeweils unterschiedlich, was beantragt wird. Und wir sind eigentlich seit Jahren dabei, regelmäßig in alle möglichen Bereiche irgendeine Unterstützungsleistung zu geben. Und es gab noch eine Auszeichnung an diesem 18. August. Mario Becker, Sportplatzwart beim Gastgeber Alemannia Altdöbern, erhielt das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes. Denn auch dank seines Einsatzes sind die Kinderbrandschutztage OSL erfolgreich.